So, hallo alle zur nächsten Folge von Minecraft Aqua. Heute zusammen mit dem Zinos. Hallöchen. Was geht? Ey, das ist das erste Mal, dass wir was in Aqua machen jetzt, ne? Ja, das kann gut sein. Das gestaltet sich manchmal ein bisschen schwierig. Ich nehme sonst immer nachts um 3 auf. Und ich glaube, da kannst du. Ich immer so mittags um 12 oder so. Ich bin einfach jemand, der so einen ungeregelten Schlafrhythmus hat und dann, ach, ich muss noch eine Folge für morgen machen oder so und fällt mir halt nachts um 3 ein. Es tut mir leid, es ist auch nicht absichtlich. Manchmal ist es auch ein bisschen schwer zu gestalten, wenn jeder an seiner Base baut, weißt du, und wenn man dann zu zweit hin ist, dann so, ja, ich baue jetzt das, der andere sieht das gar nicht, macht gerade auch komplett was anderes. Das ist manchmal irgendwie so ein Zwiespalt, aber ich hoffe mal, dass... Aber was ich cool fand, waren die Events. Da haben wir auch zusammen, ich glaube, da warst du einmal auch dabei, oder? Ja, da war ich, also ich war eigentlich bei allen Events dabei, wo es ging, glaube ich, es sei denn halt einmal, wo ihr ziemlich früh angekündigt habt, und zwar so am selben Tag noch, und ich war gar nicht zu Hause. Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach. So, was haben wir heute vor? Möchtest du es erzählen? Ja, ich hab schon erzählt und angekündigt, wir wollten den Wither klatschen. Genau. Ich muss kurz erzählen, woher ich den zweiten Witherkopf habe. Ich habe ja eine weitere Witherfestungen gefunden in der Nähe von der, die du mir gezeigt hast oder erzählt hast, wo sie ist. Und dort habe ich dann nochmal, ich war 2 Streams schon dort und habe gefarmt, habe keinen bekommen, obwohl ich Looting 3 habe. Und bin jetzt nochmal hingegangen, letzte Nacht, und habe ein bisschen gefarmt. Und da ging es plötzlich mega schnell. Ich habe, glaube ich, 3 Wither-Skelette getötet und beim dritten ist er dann gedroppt. Also von dem her. Ja, gut, das ist halt Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ne? Also wenn du vorher 2 Streams nichts gekriegt hast, ist es wahrscheinlich, dass du jetzt mal wieder einen kriegst, so nach dem Motto. Ja, also ich habe mich ganz ehrlich auch ein bisschen genervt darüber, dass ich so oft keinen bekommen habe. Ich glaube, ich hatte so eine Phase in Craft Attack 3 oder sowas. Da habe ich Rotzenwasser geheult. Ich habe da 4 oder 5 Streams dran gehangen, 2, 3 Stunden, nur um den Schiss zu farmen. Da, ja, in Craft Attack 5 war es ganz chillig. Da hat ja Basti so eine Plattform gebaut gehabt. Das war ganz gut zum Farmen. Ja, hast du Soul Sand? Ich habe 2 Witherköpfe und 1 Soul Sand. Wie sieht's bei dir aus? Ich habe Soul Sand, ja. Okay, das passt ja. Wir wollten noch Tränke machen, ne? Genau, bei dir. Ich habe schon ein paar Wasserflaschen gerade geholt. Kannst vorbeikommen? Ich habe hier alles. Okay, sehr gut. Für Stärketränke Blaze Powder und sowas, kein Ding. Wenn du, Blaze Powder habe ich dabei. Ich habe 2 Gas-Tiers dabei. Also von dem her können wir da uns auch Regeneration machen, was ganz gut ist. Weil wir wollen den Wither heute mal wieder richtig fighten. Ich habe das schon richtig lange nicht mehr gemacht. Sonst Wollen wir eine Challenge machen? Ja, heute machen wir eine Challenge, genau. Sonst habe ich den immer in die Netherdecke gebackt. Pass auf, die Challenge ist only 3 Zack für den Wither. Echt jetzt? Ja, klar. Okay, alles klar. Oh, das wird richtig krass. Ich hoffe mal, du hast einen, ne? Ich habe einen, ja, auch am besten, also so perfekt für Enchanted. Ja, und so. Ja, okay, das auch. Ansonsten hätte ich noch einen zweiten Notfall 3 Zack, aber der hat nur Loyalty drauf. Nee, ich habe auch alles sonst Enchanted. Das wäre witzig, oder? Also, wenn wir das hinbekommen, das wird schon, aber das wäre krass. Hast du Goldäpfel oder sowas? Ich müsste noch ein paar Goldäpfel haben. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Warte mal kurz, hatte ich nicht mal irgendwo hier? Lalalala, wo habe ich die denn? So Goldäpfel wären ganz, würde ich ganz gut finden, weil sonst wird, also ich stelle mir das schon kritisch vor, ne? Das kann schon sein. Vielleicht noch so ein Milcheimer mitnehmen zur Sicherheit. Also ich habe hier das welche. Das stimmt. Hast du Kühe? Nö. Okay, aber ich habe 2 Milcheimer dabei. Okay, das ist gut. Ich bin jetzt bei dir. Das ist jetzt schon ein bisschen anders aus. Ich habe irgendwie nicht meine Dinger. Ja, hier sind überall 30. Ah, hier ist der Eisberg, den du gebaut hast. Der ist cool. Ich habe noch eine Qualle gebaut. Hast du den schon gesehen? Ja, die habe ich schon gesehen. Die Qualle ist cool. Nee, aber guck mal, was die Qualle macht. Guck mal hier. Ich bin super schnell. Ich weiß, du hast... Wie hast du die Delfine hinbekommen? Indem ich die an der Leine dahin gedragt habe. Und als ob man die an die Leine nehmen kann. Du kannst Delfine an die Leine nehmen, ja. Oh Gott, ich wollte mal... das wäre ja so cool gewesen fürs Aquarium. Mein neues Gesicht. Kann man die auch ins Aquarium bringen. Und hier ist dein Bett, ne? Das ist ja, auch genau, geil. Mein Bett in die Flasche rein. Ich habe auch Klümmer eingekorkt. Der hat als Anekdote dazu einen Golem reingesteckt. Und chillt jetzt da. Und ich habe so riesen Dreizacke als, keine Ahnung, Deko mit reingebracht. So maritimes Feeling. Ja, brauchst du hier drüben drunter? Ich habe auch schon gesagt, meinen Zuschauern damals bei der Rundführung, dass du die 1.13 auf jeden Fall mega... Ah, shit, ich habe die Netherwarzen vergessen. Hast du welche? Ja, die habe ich auch. Die sind hier vorne in meiner Perle drin, in der Auster. Da wachsen Netherwarzen. Genau. Ich wollte sagen, dass ich dein Grundstück für die 1.13 mit Abstand am besten umgesetzt finde. Also ja, das war mein Ziel. Das war auch mein Ziel. Alles Mögliche ausnutzen. Jeder macht ein Grundstück über Wasser. Dabei kann man auch unter Wasser atmen, Leute. Los, ab unter Wasser. Ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe mit Aqua, wusste ich das nicht mal, dass es das Conduit gibt. So, ne? Das war ganz lustig. Ja, also, ich bin halt ein bisschen vorbelastet durch die ganzen Snapshot-Vorstellungen. Ja, natürlich.
dachte ich mir schon. So, tonnenweise Zeug. Den Kopf hast du schon an, so als ja, Zeichen. Warte, ich komme, ich ziehe ihn auch an. Ich bin schon Wither-Feeling. Normalerweise habe ich ja den Taucherhelm mit Respiration drauf und ganz ehrlich, du kannst so lang unter Wasser aushalten, das ist schon nicht schlecht. Ich kann nicht mehr ertrinken. Ja. Wenn ich, aber auch wenn ich einen normalen Dia-Helm habe mit Aqua Infinity und Respiration 3, ich kann nicht ertrinken. Es geht. Ja, schon. Stück für Stück geht es schon runter. Wenn du nicht in Conduit-Reichweite bist. Echt? Aber ich war letztens, habe ich einen Tempel abgebaut unter Wasser im Stream und konnte nicht sterben. Egal, was weil du vielleicht zwischenzeitlich immer mal wieder ein bisschen refreshed hast oder so. Nein, ohne Witz. Wirklich nicht. Ich habe immer ein halbes Herz abgezogen bekommen, aber dadurch, dass ich volle Essensbalken hatte, hat sich das instant aufgefüllt. Ja, das kann gut sein, dass du dich entgegenregenerieren kannst. Das macht vielleicht Sinn. Das genau so passiert. Also so hat es geklappt. Das war ganz lustig. So, Regeneration. Möchtest du lieber Regeneration 2 oder einen längeren Regeneration-Trank? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe beides dabei. Ja, wie gesagt, ich habe auch Redstone-Glossen dabei. Such dir aus, was du willst. Ich würde Redstone. Redstone ist länger, oder? Redstone ist länger. Dann hält er nicht 45 Sekunden, sondern 1 Minute 30 oder sowas. Ja, finde ich noch was besser. Vor allem, wenn wir mit dem Dreizack kämpfen. Finde ich das keine schlechte Idee. Soll ich die werfbar machen? Nee, oder? Brauchst du nicht. Trink die einfach. Dauert sonst zu lang, wieder noch extra Brauvorgang. Ich hätte halt einen Blaze Powder mal genommen für Potion of Strength. Wollen wir nochmal Regeneration machen oder wollen wir noch stärker? Ich sag mal so, ich glaube, der Kampf wird vielleicht jetzt nicht so lange dauern. Einmal Regeneration reicht. Okay. Du lässt den komplett für den Kampf durchlaufen. Und ansonsten vielleicht ein Stärketrank. Die Sache ist halt die, der Dreizack, der ist zwar maximal enchanted für dich, für uns ist aber unenchanted, weil wir ja kein Unterwasservieh klatschen. Das Impaling zählt nur für Unterwassermonster und nicht für normale Monster. Was deswegen ist, wenn wir das alles unter Wasser setzen würden? Ja, das macht aber nichts, weil der Wither ist trotzdem ein Landtier und kein Unterwassertier. Es gilt nur für Unterwassertiere, in Anführungszeichen. Hast du so welche? Genau, Blaze Powder. Ja, habe ich. Ah, das wusste ich gar nicht, gut zu wissen. Ja, es gibt aber dann ist trotzdem, also dann ist er unenchanted und macht auch weniger Attack-Damage, ne? Ja, also er fühlt sich halt unenchanted an. Das Impaling gilt nur für Unterwasserviecher. Also der hat trotzdem 9 Attack-Damage, das ist der Wert von der Dia-Axt. Also. Ah, okay. Ja, das ist gut. Aber das Gute ist ja, dass er zurückkommt. Das funktioniert. Ach so, nee, den Dreizack, den kannst du ja auch im Nahkampf benutzen, ne? Ja, das weiß ich. Nahkampf und Fernkampf, beides auf einmal. Genau. Und im Nahkampf ist er also etwas stärker als eine Dia-Axt, weil eine Dia-Axt hat, glaube ich, eine Angriffsgeschwindigkeit von 1,0 oder so und der hat eine von 1,1. Das heißt, du kannst schneller zuschlagen als eine Dia-Axt. Ja. Attack Speed 1, ja, steht hier und hier 1,1. Ja, das stimmt. Ja, das ist schon ganz cool. Okay, willst du, ich gebe dir noch, ich leg den rein, dann kannst du den rausnehmen. Regeneration habe ich ganz rechts reingelegt. Ja, ich habe so zweimal Stärke und einmal Regeneration. Jetzt reicht, meinst du, einmal Stärke reicht? Der Stärke hält ja auch 1,30 in etwa. Ja, genau. Okay. Das wird schon passen. Super. Alles klar. Bist du schon ein bisschen aufgeregt? Das wird ungefähr mein 700. Wither, aber ein Challenge ohne, warte mal ganz kurz, goldene Äpfel zum Thema. Irgendwie, ich hatte goldene Äpfel, ich weiß nicht, wo sie sind. Ich crafte mir schnell welche. Ich hätte ja noch was übrig hier. Da muss ich nicht nochmal extra zurückgehen. Nö, komm, jeder 3 Stück oder so, die werden reichen. Ach, es reicht dann schon einer wahrscheinlich, ey. Ich denke, vielleicht brauchen wir nicht mal welchen. Also. Ja, das kann auch ganz gut sein. So, Gold wieder raus. Netherwards, ich und meine Ordnung hier drin kommen raus. Hier sind die Goldäpfel. Einmal zur Oberfläche schwimmen, bitte. Dankeschön. Oder da hinten schweben durch die Gegend. Ja, das ist ja andere Art. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen weiter weggehen. Oder würdest du es direkt hier bei der Stadt machen? Ich würde nicht allzu weit. Nee, vielleicht nicht. Weißt du, ich kann eine Plattform von Eis unter den bauen, damit er ausrutscht, ganz einfach. Das können wir machen. Nee, ich habe noch ein paar Eisblöcke übrig. Okay, ich gehe mal hier bei deinem Karottenfeld nach hinten und buddel mich da mal nach unten, oder? Ja, kann man machen. Also, wir setzen ihn unter die Erde, damit er nicht wegfliegt und ihr alles vernichtet. Das wäre nämlich doof. Das wäre richtig doof, ja, genau. So, irgendwas wollte ich noch mitnehmen. Nö, eigentlich Tackles habe ich dabei, das ist schon mal gut. Tränkewaffe, Dings. Essen. Soll ich bis nach ganz unten gehen oder soll ich so ein bisschen in der Mitte? Naja, du sollst so weit runtergehen, dass er sich nicht raussprengen kann. Ja, das das ist zwar echt ein bisschen doof sonst, aber das kriegen wir schon hin. So, ich glaube, das reicht hier so, wird, dass ich nicht raussprengen kann. Ja, bestimmt. Dann gehen wir hier, machen wir noch einen Tunnel, so ein bisschen weiter nach vorne. Ja, können wir müssen ja, wenn er explodiert, laufen wir sowieso noch ein paar Zentimeter zurück, ne? Genau. Ich mache das immer so, dass ich dann hier so einen Raum baue, wo er steht. 3x3, dann explodiert er sowieso. Und dann auf beiden Seiten noch einen Gang weg, dass wir hier so stehen können. Noch ein bisschen so. Ja. Und dann hier noch einen Gang. Dann sind wir hier. Sehr gut.
Dann müssen wir nur noch gucken, dass wir uns gegenseitig dann nicht abwerfen, aber so, kriegen wir hold schon. On. So, damit er ausrutscht. So geil. Habe ich noch nie gemacht. Oh, nee, Gott. Das ist auch nur, ist nur ein Spaß, weil ich noch Blöcke übrig hatte. Ich wollte mit dem was machen. Passiert das gar nicht? Also kann nein. Der nicht? Also, natürlich nicht. Das war nur Spaß. Ich dachte, der rutscht jetzt die ganze Zeit so hin und her. Und kommt da gar nicht drauf klar. Oh, das war nur Spaß, weil ich noch Eisblöcke hatte. Okay. Ah ja, genau, deine. Sorry. Warte. Das kommen wir nicht mehr raus. So. Ja, dann. Ich mach mal zwei hin. Du darfst den letzten hinmachen. Und dann rennen wir unsere Leben. Also, Dreizack-Only-Challenge und Moment, Regeneration Reiner. Sehr gut. Und jetzt Achtung. Ah, er kommt. Ah, ich bin mal weg. Sozack. Withering Hates. Sehr gut. Stehen mal einen goldenen Apfel für Dings. Ja, stimmt. Genau, das und ist. Und mal einen Stärke-Drink. Den auch schon direkt? Ja, okay. Komm, lass reinhauen. So. Kommt er? Ich habe ihn getroffen. Was? Ist dein Dreizack zurückgekommen? Wo ist er denn? Ich hab den. Der ist ganz anders. Ich habe ihn auch getroffen, warte. So geil. Oh, jetzt hat er mich gesehen. Warte, ich gehe hier weg. Ja, nee, ich wollte ein bisschen freier hier Platz machen, damit wir, weißt du, ein bisschen besser ankommen. Ey, das zieht aber ganz gut Leben bei dem auch, ne? Ja. Oh Gott. Ja gut, Stärkedrink. Wir müssen halt gucken, dass man sich gegenseitig uns... Ja, und dass wir auch noch wegkommen, wenn er uns widert. Sonst wird das Ganze ein bisschen knapp. Jetzt kommt er. No, ich häng vorne. Nein! Ah, bitte nicht! Der sprengt sich jetzt zu uns durch. Ja. Dann haben wir ein kleines Problem. Aber die Hälfte ist schon fast um. Uiuiuiui. Ich hab ein bisschen arg Leben verloren gerade. Bei mir geht noch. Oh, oh, jetzt wird's bei mir auch kritisch. Uiuiui. Ja. Ich kann was essen. Nein, nein. Oh Gott. Ah, Hilfe! Ah ja, du kannst ihn jetzt nicht mehr projektieren klatschen, sondern du musst. Ja, ich muss jetzt schlagen. Ey, ich hab sau wenig Herzen. Ich muss dir helfen. Ja, oh oh. Noch die Hälfte? Das schaffen wir, oder? Denk an einen Schlag-Cooldown, ja, kriegen ja! Wir. Ja, haben wir. Oh Gott! Ey, das war aber echt knapp. Ich hab noch zwei Herzen jetzt gerade in dem Moment gehabt. Ja, ich hab noch Wither-Effekt drauf. Ja, ich auch. Ah, hier, Dreizack-Only-Challenge, war doch okay. Aber krass, das war echt heftig, coole Idee. Hast du denn, das da? Ja, ich habe eingesammelt. Wir können, willst du ein Beacon irgendwo machen, wollen wir den in die Stadt setzen, oder willst du den ja, für können dich? Wir machen, ja. Können wir machen, so. Wenn du möchtest. Irgendwo wollen wir das drauf. Jetzt noch kurz machen? Ja, ich hab noch Obsidian übrig. Also, können wir direkt einfach hingehen, zack, fertig. Super. Obsidian, klar, ist etwas da. Und, ach so, genau, die Pyramide drunter fehlt aber noch. Das wird eventuell schwieriger, weil da habe ich, glaube ich, keine Materialien. Ich kann mal kurz gucken gehen bei mir zu Hause, wenn du möchtest. Ich hab, oh Gott, ich hab ein halbes Herz gerade, hab ich gemerkt. Soll ich mal gucken gehen? Er funktioniert ja nicht ohne 9 Blöcke, ne? Richtig, aber warte mal kurz. 9 Blöcke müsste ich dann zur Not noch hinkriegen. Das habe ich nicht. Ja, ich muss aber ein bisschen Eisen dafür, glaube ich, durchschmelzen. Okay, Eisen dann soll ich nicht nach Hause gehen. Ich kann dir sonst ein bisschen Eisen machen. Ich mach einfach die Eisendinger fertig. Ja, machen wir einfach 9 Eisenblöcke drunter und dann passt das. So, dann genau. Obsidian. Das ja, krass, schon. Aber das ist eine coole Challenge gewesen. Das flasht mich gerade so ein bisschen, dass wir das hinbekommen haben. Ja, cool. Warum nicht? Also, achso, wir haben ja auf hart gestellt ja auch, ne? Das ist ja noch mehr. Ja, eben. Das war ja nicht easy, das war ja auf hart. Aber zu 2 geht das in der Regel, wenn du. Ja, alleine wäre es ein bisschen chilliger geworden, denke ich mal. Da droppst du ein bisschen runter. So, Hauptsache, ich habe dann erstmal über 2 Stacks Obsidian rumliegen. Sehr schön. Glas hast du auch. Ich habe 4 Stück. Glas habe ich auch, ja. Ich kann sofort den Beacon craften. Sehr schön. Zack, habe ihn gecraftet. Super. Klonk. Sehr geil. So. Der Beacon ist da. Ja, und hier hinten habe ich jetzt 3 Öfen komplett mit Eisen. Aber da müssen wir kurz warten. Ich habe noch ein bisschen was hier übrig. Okay. Wie gesagt, das Projekt endet ja bald. Ich kann ruhig alles an Materialien rausballern, was ich habe, weil ich kann es eh nicht mehr verwenden, so lange. Das stimmt. So, dann. 6 Blöcke habe ich schon. 7 Blöcke habe ich. Ich habe hier noch ein Eisen beigesponsert. Sehr gut. So, 7 Blöcke habe ich schon mal. 2 fehlen noch, aber die werden jetzt hier durchgebrutzelt. Ja, das geht ja schnell. Ich habe auch noch irgendwie einen Stack Dias übrig, den ich nicht verwendet habe. Ich habe noch 3 Stacks Dias. Ey, ich habe was richtig Seltenes gefunden. Guck mal. Was? Mich an. Ja, das habe ich mitbekommen. Das haben sie mir in die Kommentare geschrieben. Du hast das mit dem Trident gemacht, ne? Genau, der hat ja Blitze drauf. Und habe ich einen Creeper zum Charge Creeper gemacht und dann kaboom! Voll geil.
Das ist echt cool. Das habe ich auch drauf, aber habe es nicht, leider nicht hinbekommen. So, ich nehme mal kurz das Eisen hier raus. Ja, ich stand halt ein bisschen AFK mal rum und habe Blitze geballert und so. Ich habe noch 3 Eisen. Wie viel fehlt dir noch? Ich habe 7. Warte. Ich habe es hier reingelegt. Und hier ist noch der Block. Ach, hier in die Kiste. Ah ja, okay, gut. Ja, ich habe 9 Blöcke voll, das reicht schon. Okay, sehr schön. Dann let's go. Wo wollen wir den hinsetzen? Vor dem Eingang, wo es zu Dings geht? Zum, vor dem Aufzug meinst du, wo es nach oben geht? Ja, würde ich machen. Ja, oder? Können wir einfach machen. So, und dann vom Aufgang zur Stadtmitte. Und ich bin schon bei der Stadtmitte dank Speedboost. Nice. Uhu. Ich komme. Ja, ist halt. Irgendwo hier seitlich oben oder so vielleicht. Oder aufs Dach setzen. Geht das? Es passt sogar perfekt, oder? Ja, es passt perfekt. Lass ihn aufs Dach setzen. Passt. Okay, dann klatschen wir den halt drauf. Vielleicht symmetrisch nach unten. Hier ist so die Mitte. Genau. Ah, das ist ganz cool hier. Noch ein Beacon zum Abschluss. Zack. Und was geben wir? Ja, was für einen Boost nehmen wir denn? Primary Power gibt's noch keinen, oder was? Doch, gibt's. Speed für schneller laufen oder Haste für schneller abbauen? Schneller Lass laufen. Speed, oder? Ja, genau. Ja, komm, geil! Dann haben wir das hinbekommen. Oh, das hört sich cool an. Ja. So, nice, jetzt haben wir den Effekt. Sehr schön. Haben wir das hinbekommen. Perfekt. Das ist toll. Ja, war doch mal ganz gut. Screenshot vielleicht für ein schönes Thumbnail. Genau. Das haben wir auf jeden Fall gut hinbekommen. Es hat mega viel Spaß gemacht. Die Challenge war auch super. Jo. Ja, und ich würde sagen, wir sind am Ende der Folge angekommen. Bewertet den Part positiv, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Oder? Vielen Dank fürs Zuschauen. Jo, lass krachen. Und tschüss. Ciao.